Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir den Monat noch in die Sammlung geholt habe, dann bleibt nach dem Intro dran. So, und hier sind wir wieder. Als erstes möchte ich noch meinen Dank aussprechen für meine treuen Abonnenten. Jetzt habe ich die 200 geknackt. Ich bin da gerade in Planung, habe mich schon ausgerüstet, habe alles, mein Setup schon vorbereitet für einen Livestream. In dem Livestream wird es auch was zu verschenken geben. Ich habe mir da auch schon was überlegt, wie wir das machen, wer wie was gewinnen kann. Und ja, ich hoffe, bei dem Livestream werden einige dabei sein, werden auch viele Freude dabei haben. Ja, aber da kommt noch eine extra Ankündigung. Jo, dann fangen wir mal an mit dem Update. Als erstes kamen zwei neue Games in die Sammlung. Wie sollte es anders sein? Dying Light 2 kam bei mir in die Sammlung. Dying Light 2, erster Teil, richtig großartig. Habe ich auf der PlayStation 4 damals gezockt. Einfach geniales Game. Schön blutig. Zombie-Gemetzel. Einfach genial. Und jetzt der zweite Teil. Bin ich gerade fleißig am Zocken. Finde ich auch geil. Ist halt wie der erste Teil. Ja, Zombie-Schnetzeln. Ja. Und wo ich den mitbestellt habe, ist die PEGI natürlich. Da habe ich gesehen, das Game war für 40 Euro im Angebot. Reizt mich auch. Resident Evil 8 bzw. Resident Evil Village. Noch nicht reingezockt. Hab mal so ein paar Let's Plays angeguckt. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie das so ist. Ja, aber erstmal kommt Dying Light rein. Oder dran, besser gesagt. So, dann machen wir mit den DVDs weiter. Ein Film, der richtig geil sein soll. Da habe ich leider nicht mehr die Blu-ray bekommen. Hier, Man from Nowhere mit Donnie Yen. Soll richtig geil sein. Aber was mich da ein bisschen stört ist... So, und hier kann man erkennen, hier oben... Und dann kann man es erkennen, hier oben wurde ein FSK-Flatschen, ein ziemlich hartnäckiger, abgekratzt. Sieht man hier noch die Spuren. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. So kann man es vielleicht erkennen. Und auch die Hülle hier ist voll abgeranzt. Man kann sie an der Seite sehen. Auch hinten hier voll abgeranzt. Aber der war original verschweißt. Ist so von DTM. Ich habe schon mal irgendwo einen Unboxing gesehen. Da war ein eingeschweißtes Produkt von... Auch die hier ist ein bisschen voll... War... Auch ein eingeschweißtes Produkt von DTM, wo anscheinend auch gebraucht war und nochmal neu eingeschweißt worden ist. Da habe ich auch sowas erwischt, obwohl ich habe bloß 5 Euro für die DVD da gezahlt. Schade, ich hätte gerne die Blu-ray davon. Aber ja, Donnie Yen freue ich mich schon drauf. Ich liebe Donnie Yen. Verschweißt. Der war verschweißt. So, als nächstes ein Black Lava Release. Jetzt haben wir die Black Lava Sachen. Und der hat mich gereizt. Ein Film bei Mr. Sito, der auch Lock the Door gemacht hat. Amateursblätter. Und bin jetzt gespannt. Lock the Door war meiner Meinung nach ein ziemlich geiler Amateursblätter. Hier im Schuber schön. Auch mit einer Limitierungsnummer. Mit einer Limitierungsnummer hier, 210 von 400. Ja, auch ein Film, wo ich mich drauf freue. So, jetzt machen wir mit dem Blu-ray Emirates weiter. Habe ich mir als erstes diesen geilen Kultfilm hier geholt. Die Goonies. Ah, da werden Kindheitserinnerungen wach. Aber sonst hier nichts Besonderes, kein Wendecover. Ist natürlich
Warner, was will man von Warner erwarten? Leider kein Wendecover. Und als nächstes ein Film, wo mir noch in meiner Takashi Miike-Sammlung gefehlt hat. Lesson of Evil. Da geht es um einen Lehrer, der so ein bisschen ein Psychopath ist, sadistisch veranlagt ist und Sanktionen für seine Schüler überlegt und dann halt voll durchdreht. Wer Takashi Miike kennt, weiß, hört sich nach der simplen Geschichte an, aber der kann durchaus mal, denke ich, speziell sein, der Film. Hier mit einem kleinen Booklet. Mit einem Booklet. Sehr schön. Das habe ich hier nicht erwartet. Die Blu-ray ist außerdem auch schon ziemlich schwer zu kriegen. Ich habe jetzt bei Rebuy, ich glaube, 20 € gezahlt für die Blu-ray gebraucht. In gutem Zustand. Ja, auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin ja ein Japan-Filmfan. Takashi Miike auch der Regisseur schlechthin. Jetzt ein Film, der mehrfach schon empfohlen worden ist. Ja, Run. Da geht es um eine Tochter, die rausfindet, die Mutter ist verbirgt irgendwas, recherchiert und findet irgendwas raus und muss da. Will dann von der Mutter weg, weil da irgendwas Krasses rauskommt. Und sie ist, glaube ich, auch im Rollstuhl oder so. Ja, könnte ziemlich interessant werden. Und hier ein Film, den habe ich bei einer Nameless-Bestellung gratis dazu gekriegt. Die Sinnlichkeit des Schmetterlings. Keine Ahnung, soll ein australischer Film sein. Ich denke mal ein Drama. Ja, mal gucken, was der so drauf hat. Und als nächstes habe ich mir geholt Scream. Muss man auch nicht viel dazu sagen. Scream 1. Muss sagen, ich habe den damals als Jugendlicher gesehen und fand ihn nicht so besonders. Ich musste dann eine Zweitsichtung machen. Ich weiß nicht, es war mir irgendwie ein bisschen zu blutleer. Aber da war ich in meiner Splatter-Kitty-Zeit und ja, da haben mir so einige Filme nicht gefallen, die ich heute eigentlich gern mag. Hier Scream 2. Auch in der normalen M-Ray-Ausführung reicht vollkommen. Habe ich noch. Doch, den habe ich gesehen. Das ist der im Kino, ja. Den habe ich schon auch gesehen. Muss auch eine Zweitsichtung her. Und dann noch Scream 3. Scream 4 habe ich leider nicht mehr bekommen. Keine Ahnung, ist der schon out of print oder. Keine Ahnung. Ich warte auf jeden Fall bis da, bis ich den Vierer auch noch habe. Und dann kommt der Fünfer auch noch irgendwann ins Haus. Ja, mal gucken. Als nächstes kommt Titan. Auch noch nicht gesehen. Soll auch ziemlich speziell sein, der Film. Hier in der Schuber-Edition gibt es auch das Steelbook. Das Steelbook hat mir aber nicht so zugesagt. War wieder so ein lieblos dahergeklatschtes Steelbook und ja, kann ich den Schuber mal zeigen? Kann auch hier erkennen. Die Schriftart ist, glaube ich, ja, die Schriftart ist in Hochglanz. Hier auch. Und hier hinten ist der gelbe Streifen hier und der Filmtitel hier in Hochglanz, aber sonst auch in der M-Ray drin. Sonst nichts Besonderes.
Einen schicken Schuber. Ja. Bin auch sehr gespannt auf den Film, was der drauf hat. Ich mag ja so spezielle Filme. So, und jetzt zu einem Fail. Ich war bei Xavi unterwegs. Ich bestelle eigentlich kaum was bei Xavi. Hab da gesehen, ah ja, der Film ist noch verfügbar. Ich habe gedacht, das ist das Steelbook. Hab gedacht, oh geil, ein exklusives Xavi Steelbook gefällt mir besser vom Motiv her wie das deutsche. Hab's in Warenkorb. Der war auch vom Preis her, das 4K Steelbook, was ich gedacht hatte, war auch vom Preis her so teuer wie in Deutschland das 4K Steelbook. Bloß halt mit einem anderen Motiv, habe ich gedacht. Auch 32 oder 33 Euro. Und dann gab es eine Diskussion, oder was heißt, eine Belehrung bei der Bundesfilmanstalt. Viele Grüße an dich raus, Matthias. Gab es eine Belehrung? Ja, wie? Was? Xavi Steelbook ist doch das gleiche wie in Deutschland. Und dann habe ich nochmal geguckt und gesehen, oh shit, das ist ja die normale M-Ray im Schuber. Last Night in Soho. Scheiße, habe ich mir gedacht. Hab dann auch noch die deutsche Blu-ray bei Mediamarkt oder das Steelbook bei Mediamarkt vorbestellt. Hab gedacht, das hole ich dann nicht, wenn ich das hier bekomme. Aber dann habe ich gesehen, okay, das ist jetzt eine M-Ray. Ja, die M-Ray im Schuber, auch nichts Besonderes. Ja, was ich mich frage, wenn man einen Schuber macht, warum macht man den Schuber hier genau gleich mit den scheiß Balken hier? Warum macht man sowas? Wenn man einen Schuber hat, dann hat man doch die Möglichkeit, den scheiß Balken hier wegzumachen und das Artwork größer zu machen. Ich verstehe es einfach nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich den jetzt hier in der 4K-M-Array. Ist auch deutscher Ton mit drauf, auf der 4K und auf der Blu-ray. Ja, Fail. Und dann bin ich zum Mediamarkt, wollte mir das D-Book holen. Ich nehme das D-Book in die Hand. Total verbeult. Das sah schon fast aus wie eine Banane, weil hier voll der Knick drin war. Und dann habe ich Mediamarkt für Mediamarkt abgeklappert und habe geguckt, wo ich noch eins finde. Weil ich auch Insano versprochen habe, dass ich es ihm besorge. Und dann beim dritten oder vierten Mediamarkt habe ich es dann endlich gefunden. Hier, Last Night in Soho. Sehr schickes Teil, wie ich finde. Hat hier auch so Special. Was sieht man hier jetzt nicht? Noch original verschweißt, lasse ich original verschweißt. Hab ja jetzt die M-Ray. Ja, was will man machen? Auf jeden Fall muss der auch noch gesichtet werden. So. Und wo ich bei den ganzen Mediamarkts unterwegs war, habe ich so ein Double Bundle gefunden. Für 8 Euro zwei Steelbooks. Und zwar Fear the Walking Dead, Staffel 1 und 2. Das ist in Hochglanz. Das hier ist so matt. Ah, was ist jetzt Season 1? Das ist die zweite Staffel. Hier, ich zeige es euch mal. Kann sich durchaus sehen lassen. Ich glaube, das hier ist kein durchgängiges Artwork. Nee. Ja, ich glaube, 9 Euro gezahlt für beide oder 8. 8 oder 9 Euro. Hier auch noch einen Innenprint. Ich denke mal, für 8 oder 9 Euro kann man da nichts sagen. Definitiv. Habe ich mal angefangen gehabt, die ersten Folgen. Auf Amazon Prime war das ja. Ja. Und jetzt noch das schöne Hochglanz-Steelbook. Das hat sogar ein durchgängiges Artwork. Wo ich sagen muss, ja, gefällt mir dieses Steelbook. Auch schön in Hochglanz. Ja, schön in Hochglanz. Und schwer zu erkennen.
Hier sind ein paar mehr Discs drin. Hier zwei Stück aufeinander, bin ich ja nicht der Fan von. Ja, auch schön Inprint. Ja, und das für, wie schon gesagt, das für 8, 9 Euro kann ich nichts sagen. Werde ich jetzt die zwei Staffeln mal angucken, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Und dann entscheide ich mich, ob ich die anderen Staffeln auch noch hole oder nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Steelbook. Hier, Halloween Kills. Brauche ich auch nicht groß vorstellen. Halloween Kills, hier auch ein schönes Hochglanz-Steelbook. Vom Motiv her. Ja. Kann sich sehen lassen. Ich stehe ja auf so Hochglanz-Steelbooks. Innenprint, was ich finde. Schwarz-Weiß wieder. Das normale Steelbook hat hier ein bisschen Rot im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Hat wahrscheinlich eine Logik. Habt auch schon mit Insano drüber geredet. Das ist halt außen rot, innen farblos und das andere ist außen farblos und innen rot. Ja, hat wahrscheinlich eine Logik, aber für über 30 Euro ein Steelbook, da muss man nicht an der Farbe sparen. So, dann habe ich mir eine Kollektion geholt. Zu dem normalen UVP. Die Edition wird auch gern über 100 Euro verkauft, aber lasst die Finger weg für über 100 Euro. Wartet, guckt im Mediamarkt oder weiß Gott wo. Immer wieder gibt es den zu einem fairen Preis oder bei Amazon. Auch ab und zu. Die Studio Ghibli präsentiert die Hayao Miyazaki Collection. Ist mein Einstieg jetzt ins Anime-Genre. Ich habe ja ein paar Animes schon mal gesehen. Aber ja, das sollen ja sozusagen die Vorzeige-Anime sein. Kann man hier den Deckel heben. Deckel auch schön dicker Karton. Hier an der Seite steht ja auch immer Hayao Miyazaki Collection. Hier habe ich schon eine Liste, wo ich abhake in jahreschronologischer Reihenfolge, wie ich die alle angucken. Den ersten habe ich schon gesehen. Nausicaa, 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 irgendwie so aus dem Tal der Winde. War sehr geil. Auch mit einer richtig geilen Message. Der Film. Hier das Backpaper. Der war hier so rum. Und hier sind die Emerays. Aber was ich geil finde, ist, dass die Emerays hier einen Imprint haben. Da will ich mir noch klare Emerays holen, damit man die Bilder hier besser sieht. Und hier auch überall. FSK-Flatschen waren nur aufgeklebt. Konnte man entfernen gut. Und hier auch Prinzessin Mononoke soll ja auch eins der besten Animes sein. Überhaupt freue ich mich auch schon drauf. 10 Filme drin. Ich glaube 75 oder 80 Euro gezahlt und 79. Ja, bin sehr zufrieden mit der Box. Klar, wäre geil gewesen, wenn da Digipacks drin gewesen wären, aber ich bin vollkommen zufrieden, die jetzt in meiner Sammlung begrüßen zu können. Ja. So, jetzt gehen wir ans Eingemachte. Jetzt kommen die Mediabooks. Als erstes mache ich die, wo noch original eingeschweißt sind und auch eingeschweißt in der Sammlung bleiben. Und zwar John Wick 2 und John Wick 3. Ich liebe die Filme. Feiere ich total ab. Zeige ich euch hier kurz. Ja, die Waffen hier sind alle in Hochglanz, bloß bringt es nichts wegen der Folie. Aber ein bisschen kann man es erkennen. Hinten drauf wieder geile Nameless-Qualität. Ja, bleiben aber eingeschweißt, habt ihr in der Emery. Und hier noch John Wick 3
Da ist, glaube ich, nur John Wick unten in Hochglanz. Und sonst, ja. Das ist ein Film, den, da macht es mir nichts aus, wenn ich den ein paar Mal in der Sammlung habe. Ich liebe die John Wick-Filme. Ja, einfach genial. Obwohl der dritte Teil, der ist schon ein bisschen übertrieben von der Action her. So, habe ich mir noch Van Damme Replikant in die Sammlung geholt. Auch ein Film, wo ich mich kaum noch dran erinnern kann. In dem Koch Media Book. Hier die Blu-ray. Hier einen schönen Imprint, wie ich finde. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch die DVD. Und ein Booklet. Hier die erste Seite wieder. Typisch Kochfilms. Ja, ein, wie ich finde, sehr schön gestaltetes Booklet. Ist bei Kochfilms auch nicht immer so. Machen hier auch manchmal, haben sie keinen Bock und machen weißen Hintergrund und schwarze Schrift vorne und fertig. Aber es kann sich durchaus sehen lassen von der Gestaltung her. Ah, das ist die DVD und das hier ist die Blu-ray. Sehe ich gerade. Ja, Replikant. Freue ich mich auf die Zweitsichtung. War ja auch wieder ein FSK-Flatschen auf dem Mediabook. Hab's aber gut wegbekommen. So, und jetzt ein Film, der auch ziemlich crazy ist. Uncle Peckerhead habe ich auch schon gesehen, aber ich muss sagen, der Film hätte mehr Splatter Einlagen vertragen. Definitiv. Ist auch schon öfters vorgestellt worden. Zeige ich hier jetzt nicht großartig. Auf jeden Fall ein witziger, spaßiger Film, macht Spaß anzugucken. Ist stellenweise streckt er sich und ist für eine richtige Fun-Splatter-Granate ist da einfach zu wenig Splatter drin. Definitiv zu wenig Splatter für ein Fun-Splatter. Jetzt ein Film, wo ich mich drauf freue. Weil ich auch südkoreanische Filme gern mag. Hier Hard Hit. Auch ein schönes Mediabook, wie ich finde. Hard Hit von Splendid. Schön scharfes Cover. Jedes Bein. Weg. Sieht auch geil aus. Da geht es um einen Mann. Der kriegt einen Anruf. Er bekommt einen Anruf, dass unter seinem Auto eine Bombe ist und er muss sagen, was die machen. Er muss machen, was sie sagen. So. Und ja, sonst explodiert das Auto. Auch sehr schön gestaltetes Mediabook. Wieder auf so Ökopapier gedruckt. Kein Hochglanz. Matte Seiten. Aber sehr große Schrift. Aber kann man dadurch gut lesen. Auch hier ein schönes. Bild. Hier auch ein Panoramabild. Und Text ist von. Keine Ahnung. Steht es vielleicht am Anfang? Text von. Keine Ahnung. Ja, freue ich mich schon drauf auf den Film. Ja. Erinnert mich irgendwie auf ein Nicht-Auflegen, nur im Auto. Ja. Ist ein Film, wo ich bloß kurz zeige. Hier, Ginger Lynn Double Feature, die Nummer 2 der Rated X Collection von 8 Films. Muss ich nicht viel dazu sagen. Wer die Reihe kennt, weiß, was das ist. Und ja, ich finde es halt irgendwie auch krass so.
dass jetzt solche Filme auch im Mediabook rauskommen, aber ja, mit Freunden ein bisschen gucken, passt. Und jetzt ein Film, den ich früher als Jugendliche auch sehr, sehr gefeiert habe, ist und wo ich die DVD auch in diesem Motiv hatte. In China essen sie Hunde. Aber hoffentlich keine Dobermänner. Hier auch sehr schön. Hier auch sehr schön mit Spotlack veredelt. Oder mit partiellen Glanzlack, wie einige sagen. Und ja, die Waffe hier schön. Und der Schriftzug und hier rechts oben. Sehr schönes Mediabook von JB Entertainment in Zusammenarbeit mit Nameless. Hier auch schön. Spotlack. Auch innen. Ah, ich krieg's jetzt nicht raus. Hier auch wieder, was jetzt neben jetzt immer meistens macht, ist hier von hinter den Tray aufs Booklet zu drucken. Booklet ist auch sehr schön gestaltet. Mache ich auch schnell durch. Könnt ihr Pause machen, wenn ihr es durchlesen wollt. Ist auch schon vorgestellt worden. Ich habe früher auch immer die Nemes Media Books immer gleich zum Start vorgestellt, aber wenn ich die Teile bekomme, sind die eh schon vorgestellt worden. Nemes hat ja so ihre Werbepartner auf YouTube. Ja, die habe ich jetzt rausgekriegt. Auch sehr schön. Das Megabook ist hier auch verfremdet. Ja, ein Film, den man auf jeden Fall sich gern zulegen kann. Ob es das Mediabook braucht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe da schon einen emotionalen Wert, tue ich damit verbinden. Jetzt ein Film mit dem gleichen Schauspieler, wo auch bei The Gangster, The Cop, The Devil mitgespielt hat, wo er den Gangster gespielt hat und auch richtig geil gespielt hat. Und ich mich deswegen auf diesen Film hier sehr freue. Auch ein koreanischer Film wieder. The Bad Guys. In diesem schönen ikonischen, wie ich finde, ikonischen Plakatmotivcover, denke ich. Sieht einfach geil aus mit den koreanischen Schriftzeichen hier, so in Schwarz und Gelb. Hier auch wieder schön mit Spotlack veredelt. Ja, freue ich mich schon richtig drauf auf den Film. Hier, das haben sie geil gemacht. Die Fingerabdrücke hier sind Spotlack. Und es sieht richtig geil aus. Geile Idee. Ja. Ich freue mich schon übelst auf den No Tears for the Dead. Hier auch geil gemacht. Hier in Farbe, Hintergrund gelb. Deswegen, das zieht sich hier so durch. Deswegen brauchte ich das Gelbe hier. Ja, einfach genial. Ich finde. Wo war ich denn geblieben? Ah ja, No Tears for the Dead freue ich mich schon richtig drauf. Die Ausschnitte, was Nameless in ihrem Screening Room reingehauen haben, da kann man einen sehr, sehr harten, actiongeladenen Film erwarten. Mit, hoffe ich, Südkorea-typischen Wendungen drin. Aber auf den hier freue ich mich auch schon. Ich mag ja diese koreanischen Filme und vor allem auch die Splendid Asia-Reihe, die, ich sag's immer falsch, Amasia-Reihe. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Jawohl. Ha, habe ich heute auch noch ein Erfolgserlebnis. Wie geil. Und jetzt zu einem Film, den habe ich auch als Jugendlicher. Fand ich den richtig geil.
Wenn man im Internet guckt, sieht man auch bei IMDb, OFDB hat er schlechte Bewertungen. Aber mir hat er damals zumindest richtig gut gefallen. Hatte ich auch damals die DVD mal oder habe sie ausgeliehen? Habe sie ausgeliehen vom Kumpel und habe es angeguckt und fand ihn sehr spitze hier. Hier, Art of War. Obwohl dieses Cover hier bekommt Insano und dieses hier bleibt bei mir in der Sammlung, weil dieses hier hat auch einen emotionalen Wert, weil ich damals den Film mit diesem Cover das erste Mal gesehen habe. Ja. Wir haben erstmal das Eingeschweißte hier. Sehr schön. Ist, glaube ich, vom gleichen Zeichenstil wie das Nico Media Book, das gezeichnete. Warte mal, ich hole es mal kurz her. Noch Moment. Hier, man kann sehen, gleicher Zeichenstil, die beiden passen eigentlich perfekt zusammen. Deswegen überlege ich mir, das hier auch noch zu holen, aber nur weil ich das hier habe. Vielleicht wollen die alten Actionfilme alles so mit diesen Covern rausbringen, das wäre geil. Dann würde ich mir die gezeichneten holen. Und in Naturas sieht die Zeichnung besser aus wie auf den Produktbildern, muss ich sagen. Definitiv. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen Artwork hier. Hier auch schön. Der ganze Streifen hier ist in Hochglanz und das hier ist ausgelassen mit Hochglanz. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Ja. Weiße Mediabooks haben sowieso irgendwas Edles an sich. Sehr schön. Hier hinten auch alles mit Hochglanz hier. Die ganzen. So, hier ist auch sehr stark verfremdet worden, der Hintergrund. Sieht auch ziemlich verpixelt aus, so. Wahrscheinlich wieder kein gutes Material gehabt. Bildmaterial. Hier auch ziemlich matschig sieht es aus, mit einem Filter drüber gehauen, dass es nicht so auffällt. Ja. Wesley Snipes Actionfilme, ja. Da habe ich mir auch damals jeden Schrottfilm damals angeguckt von Wesley Snipes. Zum Schluss hatte ja wie jetzt Steven Seagal nur noch so billige, schrottige B-Movies gemacht. Man hat es eigentlich nur angeguckt, weil Wesley Snipes mitgespielt hat. Durch Blade hat er schon irgendwie einen Kultstatus erlangt, aber mit seinen Eskapaden in den billigen B-Movies. Weiß auch nicht, ob das seiner Karriere so gut getan hat. Auf jeden Fall auch ein schickes Mediabook, wie ich finde. Und jetzt sind wir fast schon durch. Bin ich gar nicht gewohnt. Das bin ich gar nicht gewohnt. Und jetzt ein Mediabook, das erst mit einer anderen Bestellung mitkam. Da hat sich was verschoben gehabt. Platoon Leader habe ich mitbestellt gehabt und das hat sich ja verschoben gehabt. Hier, das so Spiral Media Book, zeige ich euch auch nur ganz kurz. Hier, Schriftzug in Hochglanz. Schuber wie gehabt. Hier hinten die Inhaltsangaben. Ah, das Media Book an sich hat nicht wie die anderen hier eine Walz drin, sondern ist hier flach. Die anderen haben hier eine ganz schön ausgeprägte Walz. Walz oder Falz, keine Ahnung. Hier auch noch in Hochglanz. Und sonst. Hier, der Imprint ist geil. Der hier ist, ja, das ist eine geile Idee, die Handschelle mit dem, mit der Spirale hier, beziehungsweise mit dem Spiral. Hier hinten ist nichts Großartiges drauf. Und sonst, wie ich finde, ein solides Mediabook finde ich halt geil, dass die Mediabooks fortsetzen in dem Stil von den anderen. Aber ich glaube,
das hier mit der Säge hier, das hatten die doch beim Dreier auch, oder? Das gleiche Design. Aber egal. So, Spiral auch noch nicht gesehen. Wird ja von vielen auch ziemlich kritisiert. Ich bin da immer offen für neue Filmideen. Ich mag die Saw-Reihe. Ich mag, muss sagen, ich mag alle Teile vom ersten. Der erste ist halt, ja, ist halt, der erste ist halt ein Ausnahmefilm gewesen damals. War was ganz gänzlich Neues. Aber ich mag sie vom ersten bis zum Jigsaw, mag ich sie alle. So, und das war's jetzt mit meinem Update vom Rest vom Februar 2022. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß dabei. War wieder einiges, was in meine Sammlung gekommen ist. Und wie immer habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, habe ich alles gezeigt, was ich noch nicht geunboxed habe oder in einem separaten Unboxing-Video gezeigt habe. Ich habe noch was andere Editionen da, die auch im Februar gekommen sind. Die will ich euch aber speziell in einem extra Video zeigen, weil das würde hier einfach wieder den Rahmen sprengen. Das wären auch wieder ein paar Editionen, die ich aber ausführlicher ein bisschen zeigen möchte und nicht so schnell durchmachen möchte. Dann sind wir durch. Dann wünsche ich euch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.